Nach langen, langen Diskussionen ist es gelungen, einen Konsens zu formulieren, der sehr starke Antworten beinhaltet für die Frage, wie wir Europa in Zukunft gemeinsam aufstellen wollen, um mit dieser Herausforderung zurechtzukommen. Erste Antwort: Es wird eine starke Unterstützung von Unternehmen geben. Das wird die Europäische Investitionsbank machen, die kleine und mittelständische Unternehmen in großen Dimensionen unterstützen kann bei der Finanzierung der jetzt anstehenden Aufgaben und Herausforderungen. Zweite Antwort: Es wird eine sehr klare Unterstützung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geben können. Europaweit wird es ein Instrument geben, das es möglich macht, Kurzarbeit, wie wir sie in Deutschland kennen, zu finanzieren. Das ist auch die Grundlage für das, was wir brauchen, um in Europa Solidarität auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu organisieren. Und dritte Antwort: Wir sind in der Lage, die Staaten, die Unterstützung brauchen, zu unterstützen. Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus haben wir nach der letzten großen Finanzkrise die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir solche Antworten geben können. Und dieser hat eine Möglichkeit, Staaten, die viel Geld benötigen, aber noch durchaus in der Lage sind, ihre eigene Finanzierung zu gewährleisten, dabei besser zu unterstützen. Das wird es jetzt mit einer vorsorglichen Kreditlinie geben, die jeder Staat beantragen kann und die er auch bekommen kann, um zum Beispiel sicherzustellen, dass auf diese Herausforderung jetzt auch reagiert werden kann. Drei Antworten, drei starke Antworten, die, wenn man es zusammenrechnet, gut 500 Milliarden Euro europäischer koordinierter Antwort auf diese Herausforderung beinhalten.